Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ganz droht mit Rücktritt aus israelischer Regierung. Premier Netanyahu müsse bis zum 8. Juni eine Nachkriegsordnung für den Gazastreifen vorlegen. Sonst werde sich seine Partei zurückziehen, teilte der Oppositionspolitiker mit. Netanyahu wies die Forderung zurück. Gantz ist seit dem Überfall der Hamas Mitglied in Netanyahus Kriegskabinett. Slowakischer Regierungschef Fico außer Lebensgefahr. Das teilte sein Stellvertreter Kaliniak mit. Der Zustand Ficos sei aber weiter ernst und er benötige weiter intensivmedizinische Behandlung. Der 59-Jährige war am Mittwoch durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Lage in den Hochwassergebieten im Südwesten entspannt sich leicht. In Saarbrücken wurde die Großschadenslage aufgehoben. In Blieskastel wird die Altstadt mit Pumpen vom Wasser befreit. Das Wasser zieht sich nach Angaben der Behörden in den meisten Gebieten langsam zurück. Angaben zur Schadenshöhe gibt es bisher nicht. Beginn der Präsidenten- und Parlamentswahl in der Dominikanischen Republik. Amtsinhaber Abinader geht als Favorit ins Rennen. Der Vertreter einer modernen Revolutionspartei setzt auf die Themen Sicherheit, Abwehr von Flüchtlingen aus dem benachbarten Haiti. Beide Staaten liegen auf der Karibikinsel Hispaniola. Trainer Klopp nimmt Abschied vom FC Liverpool. Heute sitzt er das letzte Mal im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers auf der Bank. 8,5 Jahre war Klopp Trainer beim englischen Fußballclub. Er gewann mit den Reds unter anderem die Champions League und die englische Meisterschaft. Das Wetter: in der Mitte bewölkt und regnerisch, am Nachmittag Gewitter. Im Süden und Norden zunächst Sonne und Wolken, später Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.